Servus und Hallöche, würde ich mal sagen. Willkommen zurück zu Wasteland 2. Wir sind hier in einem wundervollen Naturschutzgebiet und erfreuen uns der Anomalien, die es denn hier so gibt. Wie viel zu groß gewachsenes Gemüse und Tiere, die irgendwie unfreundlich zu uns sind. Oh, you have no idea what happened here, but the thick, wet smell of vegetables surrounds you, like a cloying wet blanket of vegetalism. Also irgendwie ist hier alles überdimensional groß. Ah, hier ist eine Kiste. Und das sieht man ja auch, wie riesig hier so eine Möhre ist. Da kann ich das ganze Jahr von essen wahrscheinlich. Ich suche immer noch eine Taste, damit man die benutzbaren Objekte hervorheben kann. Aber ich habe noch nichts gefunden. Aber eine andere Sache steht da noch im Raum. Ich will nochmal gerade die ganzen Charaktere durchklicken. Er hat noch 7 Schuss. Sie hat keine Munition. Das ist natürlich sehr gut. Hier müssen wir das Gleiche machen. Und er hat Munition, alles klar. Und dann würde ich mal, wir haben die Gruppe angewählt, bei allen sagen Reload. So, alles klar, wir sind wieder am Start. Das ist doch ein Safe. Damn! So, wir haben wieder eine Kiste gefunden. Ach, die laufen hier außen rum, die können gar nicht durch den Mais laufen. Das ist bedenklich. Wir finden... Ach, scheiße. Solchen mit der Munition. Die ist für MGs und so, aber das haben wir ja nicht. Wir haben uns safe. Locked. Gut, dann nehmen wir doch mal unseren Lockpicking Specialist, Safecracking. 79% lassen wir ihn da mal ran. Da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist. What the hell? Was ist das? A Pipe Wrench. Die macht ja Damage. Sehr gut, eine Nahkampfwaffe. Schrotmunition. Ein großer Ring. Kohle. Und was auch immer. Ah, Removes All Bleeding Effects. So eine Art Verband. Das geben wir jetzt erstmal alles wieder Bruce. Flup, 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 flup. Gehen hier unsere Charaktere rein. Und teilen das eben mal auf. Bruce hat ja eh kaum noch Munition, das heißt, der kann das Ding hier als zweite Waffe benutzen. Das kann er auch behalten, den Ring. Ah, der ist zu groß, um einen Finger zu stecken, okay. Value $32. Okay. Und wir haben natürlich Schrotmunition, die hat momentan... Hat er das nicht eher? Doch, 18. Die hat nur noch 4 Batterien. Hatte die nicht vorhin mehr? Merkwürdig. Dubios, dubios. Ah. Da ist nichts drauf, dem Bild, ne. Ja gut, dann laufen wir halt wieder raus hier, ne. Hier waren wir ja schon. Ah, Pathfinding KI sehe ich schon. Da laufen sie, die Jungs. Weiß nicht, vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. Ist hier eine Tür oder sowas? Nee. Da waren wir schon drinne. Gibt's hier eine Tür? Nee, da gibt's einen Kurzschluss. Hier ist auch nichts mehr. Da ist ja wieder eine Fliege. Alter, die spawnen jetzt hier aber nicht, oder? Ja, leck mich am Arsch. Nee, das ist ein Bug. Das ist dieser Bug von eben schon. Das ist ja nervig. Wie hätte ich eigentlich hier sehen sollen, dass ich da durchgehen kann? Ah doch, wenn man ganz nah ranzoomt. Okay, die spawnen nicht. Das ist einfach nur Fail. Hier können wir uns einen Truck angucken. The plants have sucked it dry. Alles klar, die Pflanzen können sich quasi selber retten. Jetzt ist die Frage, ich verliere so ein bisschen Überblick. Hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Gehen wir doch mal hier hin. Warum ist hier alles schwarz? Da kann ich nicht hingehen. Holy shit, hier sind ja lauter Kisten. Was ist das?
Ah, something's buried here. Wir haben noch hier unseren Kamerad Schnürschuh. Nimm mir doch mal die Schaufel und legen die mal hier in so einen Slot. Jetzt drücke ich mal 2 und drück mal da drauf. Wie geil ist das denn? Ho! Bingo, bingo, bingo! 30 mm, die kann er gleich gebrauchen. Jupp. 5,56 kriegt er wieder. 5,56er Knarre. Assault Rifle. Da müssen wir gleich mal gucken. Winchester 20 Mac Hard Drive. Das müssen wir gleich mal aufteilen, wenn wir fertig sind. Hoho, ja. Sort of Shotgun. Ich glaube, der kann das nicht alles tragen. Da muss ich gleich mal drauf achten. Was ist das denn? Compact Mirror. Okay. Und noch mehr von dem Shit. So, bevor wir uns jetzt hier weiter ins Getümmel stürzen, würde ich sagen, gehen wir eben mal einen Charakterscreen und gucken uns das mal an. Okay. $26 wert. Painkiller ist klar. Die können wir ihm hier mal unten auf die 6 legen. Winchester. Winchester. Vor allem Winchester. Ich muss an eine Waffe denken und das sah gar nicht danach aus. Das ist eine Festplatte. 20 Megabyte. Die ist wohl schon ein bisschen älter. Okay, und wir haben noch eine Assault Rifle. Jetzt will ich mal gerade in die Attribute schauen. In die Skills. Wer hat hier Assault Rifle? Er selber hat Assault Rifle. Sie kann es nicht. Sie kann es auch nicht. Und er hat MG. Er hat aber auch Sniper. Sniper und Assault. Das heißt, das ist was für ihn. Die Knifte hier. Die schießt 5,56er Munition. Er hat 12 Schuss. Sie hat 11 Schuss. Sie hat 4 Schuss. Und er hat 22. Gut, er hat aber noch eine Shotgun. Das muss man ihm schon lassen. Wem verteilen wir denn jetzt die andere Knarre? Die hat kaum noch was. Die hat einen Nahkampf und eine Sniper-Rifle. Dann würde ich sagen, geben wir das doch mal hier unserer Schnecke. Und die braucht natürlich die ganzen 5,56er Rounds. Sonst kann die nicht schießen. So, dann haben wir der mal eine Secondary gegeben. Okay. Die hat eine Knarre und ein Gewehr, wo sie keine Munition für hat. Und ein Messer. Okay, okay, okay. Die 5,56er, die kann aber die hier noch haben. Die braucht sonst sowieso keiner mehr. 38er, das war sie hier, genau. Ja, und der schießt ja komischerweise auch 38er, ist mir ein Rätsel. Der hat jetzt noch die Shotgun. Das kann er haben. Ein bisschen aufpassen, dass man das hier alles richtig sortiert. So, jetzt hat er wieder ordentlich Munition. Sie hat auch wieder ein bisschen Munition. Die hat Energie und dann eine andere Knifte. Dann sollten wir vielleicht die Primary machen. Obwohl, was macht denn hier mehr Schaden? 7 bis 13. Ja, dann nehmen wir doch die Primary. Machen wir das doch so rum. Okay, und er hat eine MG. Und als Secondary kriegt er hier eine fette Shotgun. Die macht ordentlich Damage wahrscheinlich. Okay. Und 18 Schuss hat er dafür. Ja, eben mal schnell speichern. Wie immer. Und weiter geht's. Ach, da können wir gar nicht hinlaufen. Okay. Jetzt immer eine schöne kleine Geschichte dazu. Das ist auch interessant. Wir haben ganz viele Gegenstände, die irgendwie anklickbar sind und zu denen es eine Info gibt. Wo bin ich denn reingekommen? Weiß das irgendwie noch jemand? Hier bin ich gekommen, genau, von hier unten. Dann gehen wir nochmal hier lang. Das ist doch ein Truck, oder? Ja. Hier kann man auch nirgendwo hin. Hier ist doch noch glatt ein Safe.
So, wo ist mein Safe-Spezialist? Und die tropft darüber so grünes Zeug runter, das macht mich auch nervös. Na, so, mal gucken. Was haben wir denn hier gefunden? Was ist das denn? Medicine Pouch. Scrap. Und natürlich 30er Rounds. Ach, weißt du, das kriegt jetzt alles hier her. So. Jetzt muss man nur mal eben gucken. 60 von 81 trägt er. Die hat noch jede Menge Platz. Die hat auch noch Platz. Also die Mädels haben noch Platz. Alles klar. Können wir noch irgendwas machen? Nö. Ja, alles im Eimer halt. Okay, alles klar. Wir können uns verpissen. Ach nee, warte mal. Wir sollten doch hier an irgendeine Satellite-Dish gehen. Und sollten hier auf irgendeinem Tank irgendwo drauf fahren, Satellite-Dish. Hier kommt man auch hoch übrigens. Sehe ich gerade. Hier macht's Geräusche. Ich hab Angst. Eine Tür. Kann man hier noch irgendwas machen? Hier unten, was ist denn das? Da müssen wir nochmal hin. Wo gehen die denn hin? What? Was ist mit denen passiert? Ja. Okay. Das ist das Loot von Rabbits oder was? Da ist meine Knarre! Meine Knarre ist da! Ja, hör mir auf! Was ist denn das? Rabbits Food. Modifiers. Luck. Alles mal eingesackt. Haben wir das hier alles liegen lassen? Ist ja eigentlich eine Tür oder was? Ne. Hier ist noch ein komplexes Gebäude. Guck mal denn da rein. Wollen wir doch nochmal gucken. Ach so, diese Tür hier drüben. An der konnten wir nichts machen, okay. Jetzt müssen wir doch nochmal schnell in die Charakter-Screen gehen. Und zwar haben wir ja jetzt hier, der hat ein Schneipergewehr, zwei davon, um genau zu sein, und hat eine 556er Knarre. Was ist das? Rabbit Tail. To make a sexy costume. Na super. Wir haben Rabbit's Food. Ach, Rabbit's Foot. Ach, das bringt Glück. Ah, geil, das können wir uns hier umhängen bestimmt. Ja, Trinket. Jetzt haben wir ein bisschen Luck. Unser Bruce ist ja unser Scharfschütze, Pilz ist gut, Hex ist gut und Fate finde ich ja auch nicht schlecht, muss ich sagen. Weil der crackt ja alles, das ist mir viel wert. Der kriegt auch so ein Rabbit Food umgehängt. Alles klar. Und wir haben die 556er Knarre. Die hat jetzt hier diese 556er Knarre. Pilz. Ich würde die jetzt mal... Ja, ich würde die jetzt mal ihr geben. Jawohl. Und zwar als Secondary oder als First Weapon. Und die als Secondary. Jetzt brauchen wir natürlich noch die ganze 556er Munition, die hier irgendwo rumfliegt. Jupp. Das war die falsche. So, die hat eh schon genug Munition für ihre Knarre. Und die hat jetzt auch genug. Die hat 20 und die hat 40. Okay, dann teilen wir das nochmal so auf. So. Alles klar. Jetzt hat sie die Knarre und die Knarre und im Zweifelsfalle ein Messer. Wobei die Frage ist, ob man ihr nicht das Messer als zweite Waffe in die Hand gibt. Fände ich, glaube ich, ein bisschen cooler, weil man kommt ja doch immer wieder hier in Nahkampf, habe ich gemerkt. Und bei ihm hier, er hat keine Nahkampfwaffe, aber er hat eine Nahkampfwaffe. Er hat das Ding hier, okay, alles klar. Und er ist schon relativ gut beladen eigentlich. Den können wir hier die Pilz nochmal hier unten hinmachen.
What? Wieso kann ich den... Ach so, weil die Leiste da unten... Dämlich, okay. Ah, die Pilz hat er schon da unten. Und das können wir noch dahin. Das ist ja schon dämlich. Achso, aber ich kann doch hier sagen, add to hotkey. Bringt das auch was? Ah ja, okay. Das Summon ist jetzt doppelt, aber das ist nicht so schlimm. So, gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen. Wo war ich denn hier hoch? Wollte ich gerade gehen. Hier gibt es offensichtlich nichts. Wir müssen hier hinter an die Tür. War ja klar. Lockpicking. Oh, nur noch 65%. Das ist schon ein bisschen more tricky. Frage ist, was ist, wenn er es nicht schafft? Noch ein Safe. Der Typ ist echt beliebt. 80% easy. Fate is using Safe Crack. Oh yes. Noch ein Eyeball. Glasauge. So, wir sacken mal alles ein. Auch noch eine Kiste haben wir auch noch. Wir sacken immer noch alles ein. Was mir allerdings unklar ist, immer noch. Was war das denn? Wir müssen ja noch irgendwo hin. Ich fliege mal so ein bisschen über die Map. Wir müssen ja noch irgendwo hin. Wo kommt man denn hier ins Gebäude rein? Wir laufen mal dahinter. Es muss ja hier noch irgendwas geben. Auch hier geht ein Weg rein, komischerweise. Vielleicht sollten wir den einfach mal reingehen. Kommen wir da hin? Nee, kommen wir nicht. Hier ist aber auch kein... alles ist hier zugebaut. Man kommt da gar nicht hin. Gehen wir nochmal die Tür hier. Da ist doch so ein Knopf. Ach, guck mal an. Hello, by the doors. Can you hear me? Sorry, das habe ich gar nicht gesehen. You six better be the damn rangers. We've been calling for help for hours. The plants have gone crazy. Ja, und jetzt? You need help. Yes, we need help. What have I been saying? I'm opening the doors now. Alles klar. Gehen wir mal in the Central Complex. Gucken wir uns das Ganze mal an. Oder müssen wir vielleicht da auch erst diese Betrieb nehmen? Kann das sein? Ach du meine Fresse. Ah, ein Shop. Ein Shop. Shop-in-Shop-System. A tall woman with dark skin and high cheekbones. Okay. Ihr könnt den Rest ja selber lesen. She does not look happy to see you. Was Rangers, soll das heißen? Where have you been? Komm schon. Was the deal we made with the Rangers? We give you food, you give us protection. Well, you're looking pretty goddamn well fed, but we've been up to our tits and killer tomatoes for 8 hours and not a Ranger in sight. Die ist irgendwie stinkig. Ja, wir kriegen Essen, sehen auch noch fett aus. Und die warten seit 8 Stunden auf Hilfe. Entschuldigung, dass ich mit Tomaten gekämpft habe. Hier steht's. Killer Tomatoes. And killer pumpkins and killer fruit flies. All of a sudden, all of our plants started growing out of control. Mutating. Exploding. Attacking my people. It's like they've gone rabid or something. Didn't you hear our distress call? We've been calling for help forever. Meine Güte, die steht da gleich im Herzinfarkt. Tja, dann fragen wir doch mal nach den Leuten. Your people are in danger? Matt and Rose and I managed to get to safety, but the others... Was denn für others? The researchers and the farmers, they're still out in the fields and greenhouses. We've been watching them dying one by one on the monitors while you
butterballs have been off somewhere circle-jerking each other. And for some of them, it's been even worse. Meine Fresse, ist die sauer. You saw her, that thing you met out front. She was one of my assistants. All of them were our people. And now they're... I don't know what they are. Pod people? Rose is our best researcher. She's in her lab trying to find out what went wrong. And even if she figures it out, she's an old lady. There's no way she can go in there and fix it. That's why we called the Rangers. Ja, ist ja gut, mein Gott. He's the man in the wheelchair at the monitor desk. He's the one who called Ranger Citadel 8 hours ago. Mein He was hurt. The plants have begun growing strange exploding pods, and he got caught in the blast. His whole left side is a mess. Ja, ist ja gut. Wir haben es ja mitgekriegt, du bist sauer und alles ist im Eimer, aber jetzt sind wir ja hier. As if the rest of this craziness wasn't enough, the plants are also starting to explode. Get too close to one of those red pods and bam! Come to think of it, everyone who's changed into one of those pod people got blasted first. If I could get one of those pods to study, intact, I might be able to come up with a cure. You'll need to move slow and careful to get close to the pod without setting it off. If one of you greenhorns has a green thumb, that might come in handy too. I suppose a handful of fragments of pods, let's say 10, would do the trick if you can't manage to collect a whole one. If we don't find a cure, the infection will surge back and we'll all be dead. Ja, wir sollen auf jeden Fall eine Probe besorgen und wir müssen uns wohl langsam bewegen, so wie ich das verstehe. Und schön wäre es, wenn einer von uns einen grünen Daumen hätte. Das hat natürlich keiner. Wir sind ja die Killerpatrone, wir sind die Rangers und hier nicht die Farmer. Aber schauen wir mal. Rose thinks it started with some contamination in the fertilization system. She also thinks it's deliberate sabotage. I hate to think that, but whatever it is, all the vegetation is growing out of control and mutating. The insects too. They're enormous. Tja, die Insekten haben wir ja auch schon gesehen und die Hasen und so, ne? Aber man redet hier von Sabotage. I hope not. I don't want to think that anyone here would do this. We're a happy family. We all want the same thing, to make the wasteland green again. Ja, green again kann man wohl so sagen, mit den ganzen Riesentomaten und Scheiß, dann wird das hier extrem grün, würde ich mal sagen. Aber schauen wir mal. About time. Now listen. We think the mutations stem from contamination in our irrigation system. Unfortunately, the computer that operates the pumps seems to be malfunctioning and we can't shut it off remotely. Maybe its circuits are overloaded from all the alarms going off. The computer is down the corridor past the airlock behind us. I can open that lock, but if you're gonna do your job and rescue our guys, see Rose. She has the current override codes for the greenhouse airlocks. Either way, we'll lead you to the computer room eventually. If you can get the computer working, you can shut down the pumps from there. If not, you'll have to go into the east and west fields and turn off the valves by hand. Now get going before any more of my people die. Meine Fresse. Sometimes I think that thing is more trouble than it's worth. It's supposed to automate all our irrigation and feeding, but it seems like it's on the fritz most of the time. Ja, dann wollen wir mit ihr mal über das Signal reden. You want to use our radio dish. Now. Can't you see we're in the middle of a fucking crisis? Fuck you. Go find it yourselves. Yes, go. Do your job. I'll open the central airlocks for you now. But remember, we might have people trapped in the greenhouses, so talk to Rose for the door codes. Alles klar, wir müssen erstmal mit Rose quatschen. Und sie öffnet uns eine Tür. Das ist ja nett. Na super, sie öffnet erstmal alle Türen. Genau das wollte ich hören. So, da reden wir erstmal mit Matt. So. Wir reden mit ihm über was? Das war ein Ranger. Okay.
schauen wir mal, was er zu handeln hat. Wir bräuchten ein paar Sachen. Wir haben hier a Ball of Sap. Wozu auch immer das gut sein soll, das sellen wir mal. Die Flywings sellen wir auch. Curious Pot auch. Die Exkremente auch. Lava Group auch. Den ganzen Crap, den wir nicht brauchen, den hauen wir raus. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Curious Pod. Scheiß Spiegel. Irgend so einen anderen Mist. Das kann weg. Das Auge kann weg. Der Ring kann weg. Das kann weg. Die bescheuerte Festplatte kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Oh, wir sind ja schon am Verkaufen, ich sehe schon. Hat sie noch irgendwas dabei? Nee, sie auch nicht, glaube ich. Sie auch nicht. Okay, auch nicht. So, wir haben jede Menge davon. Jetzt haben wir 523 Kohle. Wir brauchen relativ dringend Munition, und zwar 30er. Mal gucken, was er so hat. Antibiotics. Basic Trauma Kit. Dann nehmen wir einfach mal 4 Stück mit. Bulletproof Shirt. Kann man sich überlegen. Canteen. Er hat alles Mögliche. Medic Pack. Das macht 10 bis 15 und das macht 50%. Davon würde ich auch gern mal 4 Stück nehmen. Aber er hat überhaupt keine Munition oder sowas. Scheiße. Das heißt, er hat nur medizinischen Kram. Davon nehmen wir mal einen. Ah, nehmen wir mal 2 mit. Davon nehmen wir auch mal 2 mit. Wozu auch immer wir das gebrauchen können. 43 müssen wir bezahlen. Vielleicht können wir noch so eine Weste hier mitnehmen. Okay. Warum kann ich das nicht kaufen? Die Party hat doch 523. Achso, wir haben 590 kostet. Ja, ja, Schlaumeier. Dann nehmen wir einfach ein so ein Ding weg. 45. Wait, what? So, das haben wir schon mal gekauft. Naja, dann war es das erstmal, würde ich sagen. Ah, sell all junk. Ja, stimmt, wir hätten das gleich markieren können und verkaufen können, alles klar. How did you get hurt? Ah, er war eines von diesen Exploding Pods. Okay. Wir erzählen ein bisschen über Ace hier, was über Ace zu wissen gibt. Oh, nix, Exploding Parts. Erzähl mal was darüber.
Okay. Man darf den Dingen also nicht zu nahe kommen. Dann sage ich mal goodbye an der Stelle. Thanks for coming up, Ranger. Und ich würde sagen, an der Stelle müssen wir Mol mal wieder einen Cut machen und mal eben speichern. Das ist mal das Wichtigste. Save Game. Yes. So, also wenn wir uns mal diesen Komplex anschauen, was es hier noch so gibt in der nächsten Folge. Bis dann. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann.